Die russische Armee hatte am Donnerstagabend einen größeren Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa geflogen. An mehreren Orten seien durch die Einschläge Brände ausgebrochen, teilten die lokalen Behörden mit. Demnach wurde ein Mensch bei dem Angriff getötet, zudem habe es Verletzte gegeben. Auch seien mehrere Wohnhäuser und Fahrzeuge beschädigt worden. Zudem sei eine Fernwärmeleitung getroffen worden, sodass ein Heizkraftwerk seine Arbeit habe einstellen müssen. Das Heizungssystem eines Krankenhauses sei ebenfalls beschädigt worden. Odessa war in dem mehr als 2,5 Jahre alten Krieg ein häufiges Ziel russischer Angriffe, ebenso wie die in der Nähe der Stadt gelegenen Hafenanlagen. Speziell die Energie- und Wärmeversorgung ist im Visier der Angreifer. Durch die Attacken sollen bereits etwa die Hälfte der ukrainischen Stromerzeugungskapazitäten außer Betrieb gesetzt worden sein.